Wenn es interessant ist, würde ich es erzählen, ja. Das ist so eine Odyssee von zwei Kuscheltieren, die also glauben, dass sie eigentlich nach Deutschland kommen, weil sie deutsche Produkte sind, aber dann feststellen müssen, dass sie Plagiate sind und werden abgewiesen an der Grenze und treten dann so eine Odyssee durch Osteuropa an. Also, oder angefangen in Asien eigentlich, also in Anatolien. Sie werden dann nach Anatolien verschickt und beginnen dann ihre Reise auf so einem Basar in Anatolien und schlagen sich nach Deutschland durch mit vielen Katastrophen. Und einem Happy End? Ja, sie werden in gewisser Weise erlöst am Ende, ja, genau. Sie kommen an. Sie kommen an.